Hankensbüttel, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Gifhorn in Niedersachsen. Die Beschaulichkeit und Ruhe dieser Samtgemeinde spiegelt sich hier auch in etwas sehr Speziellem wider. Heinz Schobris und seine Frau Marita haben in der Nähe von Dedelsdorf eine kleine Oase gegründet. Hier finden sich die besten Voraussetzungen für die Zucht des Elos, einem ganz besonderen Hund. ...1987 initiierten die Schobris dieses Zuchtprogramm mit dem Ziel, einen Begleit-, Familien- und Gesellschaftshund zu züchten. Die Ursprünge dieser Rasse liegen beim Eurasier, Bobtail und Chow Chow, wodurch auch der Name Elo entstand. Bei der Zucht können sich die Begründer auf kompetente Hilfe verlassen. Mein Name ist Anna Wöllnitz. Ich mache hier meine Ausbildung zur Tierpflegerin, Fachrichtung Tierheim, Tierpension. Ich bin jetzt momentan im zweiten Lehrjahr. Bei uns ist die Aufgabe, also der Hauptpunkt, sich um die Hunde zu kümmern. Das heißt, Hunde füttern, Hunde rauslassen, die Gehege säubern, die Zwinger säubern. Mitunter haben wir auch noch Kaninchen und auch Meerschweinchen, um die wir uns kümmern. Wenn wir jetzt zum Beispiel Welpen haben, wird leinführig mit denen geübt, sobald wir Zeit haben. Aber auch uns mit den Welpen allgemein zu beschäftigen, wenn sie noch circa 3 Wochen auch so sind. Und Anna weiß genau, was den Elo zum Elo macht. Der Elo wurde als kindergeeigneter Familienhund gezüchtet. Hier ist der Wesen ist wichtiger als das Aussehen. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass der Elo für Kinder geeignet ist, also für Kindergärten oder auch als Therapiehund. Der zweite wichtige Aspekt des Elo ist die Gesundheit. Fellfarbe und Typ sind sekundär. Der Elo soll gesund, instinktsicher und kindgerecht sein. Hierfür erforschen die Schobris schon seit über 30 Jahren das Wesensverhalten und testen dies an ihren Hunden. Ja, das gehört mit dazu zur Zuchtbeurteilung. Das Zuchtziel ist es ja, Desinteresse am Jagen und Wildern, zumindest an Tiere, die in Kaninchengröße oder Rehgröße wären. Mäuse und Ratten dürfen sie fangen, aber das andere möchten wir weiter wegzüchten. Nach fast 30 Jahren des Zuchtprogramms ist aus dem Elo eine eigenständige Marke geworden. Die Züchter organisieren sich in einem Verband, um die hohen Ansprüche an die Zuchtlinie zu erhalten. Herr Schobris kennt die neuesten Zahlen. 120 Züchter, sowohl in Deutschland wie auch im Ausland, zum Beispiel Österreich, Schweiz, Belgien und Holland. Auch nach dieser langen Zeit züchten und forschen die Schobris mit Liebe und Herzblut zum Elo. Sie haben ihr Leben dem Hund gewidmet und damit etwas ganz Besonderes erschaffen.